Herr Professor von Ahnen, Sie haben heute im Rahmen der Pressekonferenz über das Gutachten Auskunft gegeben. Was glauben Sie, welche Reaktionen der anderen Parteien werden sich jetzt einstellen? Es handelt sich ja nur um eine vorläufige Geschäftsordnung. Der Rechtsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz muss darüber noch beraten und dann dem Plenum, dem Landtag, eine Empfehlung machen. Und ich hoffe und erwarte eigentlich, dass der Rechtsausschuss mein Gutachten sich anschaut und vielleicht dann auch zum Ergebnis kommt, ja, der Arnim hat recht, wir müssen die vorläufige Geschäftsordnung ändern und müssen den alten Rechtszustand, wie er vorher bestand, wiederherstellen, was dann bedeuten würde, dass die AfD pro Ausschuss zwei Vertreter hat und nicht nur wie nach der vorläufigen Geschäftsordnung einen Vertreter in den Ausschuss. Vielen Dank. Gerne.